Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebes Orakel. Astrologisch. Ab heute, und es wäre am 15. Oktober 2017, bewegt sich der Planet Venus in Tierkreiszeichen Waage bis 8. November 2017. Der Planet Venus ist die Planet für die Liebe. Natürlich symbolisiert auch Schönheit, Ästhetik, Kunst, Harmonie, Frieden und auch Weiblichkeit, aber drückt die Liebe aus. Und es ist wichtig, das zu besprechen, weil die Tierkreiszeichen Waage, das ist die Tierkreiszeichen, was die Liebe, Partnerschaft auch symbolisiert. Und Venus, dieser Liebesplanet, herrscht auch über die Tierkreiszeichen Waage. Also Venus fühlt sich wohl in Tierkreiszeichen Waage. Und es gibt auch schöne Einflüsse von außen. Das heißt, eine Nachricht ist zum Erwarten, ein Gespräch oder ein Treffen, eine neue Begegnung. Die Chancen, Möglichkeiten sind da. Wir haben aber auch Lernaufgabe, die inneren Unsicherheit überwinden oder die Angst von einem Neubeginn, einer Versöhnung oder einer Verbesserung in Partnerschaft oder eine neue Begegnung. Diese Ängste, diese Beziehungsängste oder Verlustängste sollen wir überwinden und im Vertrauen bleiben. Dann kommt dazu noch ein Lilith-Einfluss. Und Lilith ist ein Energiefeld für unsere Wünsche und Sehnsüchte und bestrahlt wunderschön die Liebesplanet Venus oder umgekehrt. Venus bestrahlt die Energiefeld Lilith. Auf jeden Fall sind sie in einer harmonischen Verbindung. Und das bedeutet, wir sollen unseren Wünschen, Sehnsüchten auch ernst nehmen. Das ist auch gerade eine Lernaufgabe, was uns Saturn zuteilt. Also nicht aufgeben, sondern auf diese Liebe glauben. Und dieser Zeitraum kommen natürlich auch Begegnungen oder Kontakte wieder, was ich als karmisch bezeichne. Immerhin spielt die aufsteigende und absteigende Mondknoten auch eine Rolle, beeinflusst die Liebesenergie. Und das ist Karma. Also wir stehen oder bewegen uns in dieser Zeitqualität, nicht nur heute, sondern auch in die nächsten Zeit. Und die Energiefeld, was auch die Liebe betrifft. Jetzt sprechen wir nicht von Planet Venus, sondern das Energiefeld für die Liebe bedeutet Neuanfang. Das ist die Tierkreiszeichen wieder, wo sich gerade diese Energiefeld befindet. Liegt auch die Waage gegenüber Widder und Waage. Das heißt, Venus als Liebesplanet bewegt sich gerade gegenüber von die Energiefeld der Liebe und haben eine Verbindung. Aber das sollen wir ausgleichen. Das heißt, nicht nur Wünsche, Träume haben, sondern daran glauben. Das innere Gleichgewicht ist gerade wichtig, aber kann auch bedeuten, auf andere mal zugehen oder die Gefühle zulassen. Wir brauchen diese Geben und Nehmen gerade. Dann übergeht der Planet Venus am 9. November in Tierkreiszeichen Skorpion und bis 1. Dezember 2017 bewegt sich dann in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist dann die Leidenschaft, auch die Sexualität
Und nicht nur Venus ist dann in Tierkreiszeichen Skorpion, sondern auch Jupiter. Und es gibt uns Möglichkeiten, Chancen. Immerhin ist Jupiter der große Glücksplanet, vermehrt sich auch etwas. Also die Chancen, Möglichkeiten werden schon mehr werden zu einer Begegnung oder die Liebe zu leben oder eine Leidenschaft zeigen auch. Das hat auch mit Gefühlen zu tun. Also es ist gerade ein wunderbares Energiefeld und das erleben wir mal Oktober, November bis Anfang Dezember, dass wir mehr Chancen, mehr Möglichkeiten haben, so eine Begegnung, eine Versöhnung oder die Zwillingsflamme, was ich betrachte als karmischen Begegnung, weil die Seelen kennen sie sich. Also eine vertraute Begegnung und in dieser Zeitqualität sind wir im Allgemeinen. Wie trifft sie persönlich dieses Liebesenergie? Weil das sind die Chancen und Möglichkeiten, auch für eine karmische Begegnung. Möchten Sie Ihren Zwillingsflamme begegnen oder wieder zusammenkommen, versöhnen, die Beziehung verbessern? Welchem Tage sind dazu günstig? Das kann ich ganz genau berechnen, auch die Ort für eine Begegnung, wenn das zum Beispiel für einen Neubeginn betrifft. Sie haben die Möglichkeit, eine Horoskopanalyse diesbezüglich bestellen. Das muss nicht die ganze Jahre sein. Das reicht vollkommen auch aus dem Zeitraum, wo Venus wirksam ist und so stark diese Liebesenergie wirkt. Oder haben Sie eine kurze Frage, was den Alltag betrifft? Wie zum Beispiel, kommt er wieder, liebt er mich noch, schreibt er, sehe ich ihn in kommenden Tagen, ist er treu? Und das sind auch wichtige Fragen. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Und es funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und ich werde diese E-Mails persönlich natürlich blitzschnell auch beantworten. Pro Frage beträgt mein Honorar 10 Euro. Natürlich eine ausführliche Analyse etwas mehr, aber das können wir auch schriftlich vereinbaren. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und was ich auch noch betone, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Das sind die Chancen im Leben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.